Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal FlixFlex. Heute geht's weiter in der Design-Serie und im letzten Video haben wir uns ja bereits einige Vektoren von verschiedenen Plattformen runtergeladen, die wir quasi dann für unsere T-Shirt-Designs benutzen wollen. Und im heutigen Video geht's darum, wie wir diese Vektoren selbstständig verändern können und ein bisschen verbessern können, dass sie nicht mehr so aussehen, wie wir sie runtergeladen haben. Dafür habe ich mich jetzt für einen Vektor entschieden, nämlich hier dieses Schiff hier, weil ich glaube, daraus könnte man ein paar ganz interessante Varianten erstellen und habe das schon mal in einem extra Tab geöffnet. Dahin können wir dann schon mal schließen und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Was uns hier direkt auffällt, ist ein Grunge-Effekt, der aber, wenn wir hier raufgehen, im Design drin ist. Das bedeutet, er wurde ausgestanzt aus dem Boot. Und da ich den jetzt nicht von Beginn an drauf haben will, sondern vielleicht erst später drauflegen möchte, würde ich sagen, besteht unsere erste Aufgabe erstmal darin, den Grunge-Effekt zu entfernen. Wie machen wir das? Das machen wir, indem wir im Prinzip die äußerste Form auswählen, nämlich hier rechts bei unseren verschiedenen Kurven. Das wäre in dem Beispiel dieses große Element hier. Und hier versuchen wir jetzt die leeren Flächen, die es hier zwischen den einzelnen Punkten quasi gibt, zu entfernen. Dafür wählen wir das Knotenwerkzeug aus mit A und löschen im Prinzip alle Inhalte, die hier drin sind und die wir nicht dort haben wollen. Das machen wir zum Beispiel einfach jetzt mit Entfernen und schon sehen wir, dass sich hier wieder eine normale Fläche ergibt, indem wir diese anderen Löcher hier geflickt haben, sage ich mal, durch das Löschen. Das werde ich jetzt einmal für den Vektor machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ich jetzt noch einmal kurz anmerken wollte, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, alle möglichst kleinen Einzelheiten auch wirklich zu entfernen, sondern es wirklich darum geht, diese großen Flächen, die vielleicht auch von ein bisschen weiter weg zu erkennen sind, zu entfernen, damit man einfach die größten Teile clean hat, sage ich jetzt mal, ohne diesen Grunge-Effekt. Und gerade hier bei so Kleinigkeiten, die einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen würden, kann man jetzt auch mal drüber hinwegsehen und muss diese nicht verbessern, denn gerade wenn man ein bisschen weiter wegzoomt, fallen einem wirklich diese Kleinigkeiten nicht auf. Das habe ich hier oben beim Fenster zum Beispiel auch noch so gelassen, weil es einfach nicht so wichtig ist. Genau. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum, dass wir diese einzelnen Teile des Bootes bzw. des Schiffes hier mit den Vögeln und den Wellen als Gruppen zusammenfassen und gucken, was wir noch von den einzelnen Kurven, die wir hier rechts haben, wie zum Beispiel Teile, die hinter dieser großen Fläche liegen, noch entfernen können oder wie wir diese ganzen gruppieren können. Dafür können wir uns auch eigentlich mal hier ein wenig durchklicken. Gucken, wenn man die Sachen verschiebt, ob man die eventuell braucht, beziehungsweise hier sehen wir, dass zum Beispiel das Große dabei ist. Ansonsten können wir die Sachen einfach entfernen, weil das sind eben nur kleine Kurven, die eigentlich sonst mit dem Grunge-Effekt zusammengepasst hätten, aber da wir den jetzt ja entfernt haben, können wir die auch eigentlich wegnehmen. So, jetzt haben wir auch schon ein bisschen besseren Überblick hier rechts auf der Seite mit der Gruppe. Jetzt haben wir wirklich nur noch diese relevanten Kurven, die wir hier, die zum Schiff gehören, beziehungsweise zur ganzen zum ganzen Design, sage ich mal, mit den Wellen und den Vögeln. Und jetzt ordnen wir das nochmal ein bisschen zusammen, also dass wir die Vögel hier zum Beispiel alle in eine Gruppe fügen, dass wir die hier besser nochmal handlich haben, die beiden Wellen, die einzeln stehen sind, und die Teile vom Schiff. Genau, damit haben wir jetzt unseren Vektor, den wir quasi vorher mit einem Grunge-Effekt übersehen hatten, der relativ unübersichtlich noch war, zu einer Gruppe gemacht mit drei einzelnen Untergruppen nochmal, die jetzt viel besser zu bearbeiten sind. Das hat jetzt vielleicht ein bisschen länger gedauert, weil es wirklich jetzt ein bisschen ungünstig war mit dem Grunge-Effekt, aber wenn ihr auch ein anderes normales Design habt, dann sollte das eigentlich relativ schnell gehen, um einfach einen besseren Überblick zu bekommen. Und gerade dieses Bearbeiten von den Vektoren kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil ich werde am Ende vielleicht auch nochmal dann Vorher-Nachher-Vergleich einblenden. Das macht wirklich einen großen Unterschied aus, ob es jetzt eben die Vektoren von den Seiten sind, die ja auch wirklich jeder andere, der auf der Plattform angemeldet ist, nutzen kann, oder ob ihr da euren individuellen Stil noch mit reingebracht habt und somit einen ganz individuellen Vektor habt, den auch kein anderer wirklich benutzen kann. Okay, dann machen wir mal weiter. Die Vögel, würde ich sagen, die verändern wir jetzt nicht so groß. Die nehmen wir jetzt einfach mal beiseite, verschieben die hier auch unter die ganze Ebene. Um die kümmern wir uns ein andermal. Die können wir nämlich zum Beispiel als extra Elemente benutzen für unser Design ganz am Ende. Wenn wir zum Beispiel nicht unbedingt an allen Stellen Sterne verwenden können, können wir dementsprechend auch einfach Vögel für den Hintergrund oder so verwenden. Und die Wellen, würde ich sagen, packen wir auch mal hier weg, weil wir uns jetzt wirklich in dem Video Hauptsache jetzt nur um dieses Schiff kümmern würden und versuchen, das hier
etwas zu verändern. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, dass wir die einzelnen Flächen, die wir quasi noch aus unserer Gruppe hier haben, mit dem Schiff einfärben, um sie danach ein bisschen besser zu verändern und auseinanderhalten zu können. Darum würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit dem Rumpf an. Hätte ich gesagt, der wird so ein bisschen leicht gräulich weiß. Was ich da auch anbieten könnte, ist, dass man einfach mal googelt und schaut, okay, wie sehen denn sonst irgendwelche Sportboote aus? Also das, was wir hier gerade haben, zum Beispiel mit so einem leichten Blau, aber sonst relativ weiß gehalten. Dann kann man noch hier ein bisschen weiter runter gucken. Vielleicht so einen Rotstich, hier so eine Linie mit reinbringen. Können wir uns auch schon mal im Kopf behalten. Ansonsten sehe ich hier relativ viel Weiß. Hier auch nochmal so was Blau-Türkisenes als auf dieses Rumpf, auf den Rumpf dazu packen. Ja, aber an sich denke ich, fahren wir mit Weiß ganz gut. Ansonsten Braun ist auch noch ganz gerne dabei, um so die Holzfarbe noch ein bisschen reinzubekommen. Das Fenster an sich hier würde ich in Richtung bisschen hellblau nehmen, bisschen weiß-hellblau. Dann machen wir hier links. Ich glaube, das gehört nämlich so ein bisschen zum Boot, würde ich sagen. Versuchen wir das in einem leichten Braunton oder so zu erwischen. Das eine vielleicht ein bisschen heller, das andere dunkler. Das sind jetzt auch keine festen Farben, sondern es geht erstmal darum, einen leichten Überblick zu bekommen, was gehört wohin. Dann würde ich sagen, machen wir diese hier auch nochmal weiß. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und hier könnten wir im Prinzip nochmal eine extra Farbe mit einem Blauton oder so versuchen mit reinzunehmen. Ja, damit bin ich doch eigentlich ganz zufrieden. Wobei, vielleicht doch lieber einen Grauton und den blauen Strich oder so, den packen wir noch in diese große Kurve hier unten noch mit rein. Und genau, das sieht doch schon mal eigentlich ganz gut aus. Und jetzt geht es darum, dass wir aus diesem Grundgerüst, was wir jetzt quasi aus der runtergeladenen Datei erstellt haben, noch dieses einfach verschönern, indem wir Schatten setzen, indem wir Highlights setzen und das ein bisschen noch vielleicht was dazu malen, wie hier eben diesen Strich. Was auch noch dazu erwähnt, was ich dazu noch erwähnen möchte, ist, dass ich selber nicht wirklich erfahren, sage ich mal, hier im Grafikdesign und der ganzen digitalen Kunst bin, sondern es mir auch einfach durch das für das T-Shirt-Business selbst beigebracht habe. Und dementsprechend verzeiht mir bitte irgendwelche Fehler, die ich mache. Ich, wie gesagt, ist einfach selber Laienwissen, was ich im Laufe jetzt der letzten Monate oder Jahre sogar mir angeeignet habe und das euch jetzt hier ein bisschen teilen würde. Womit ich dann jetzt anfangen würde, was ich relativ einfach immer finde, ist zum Beispiel mit dem Fenster bzw. hier dem Glas. Da gibt es einfach so einen Trick, indem man sich quasi mit dem Werkzeug hier so zwei längliche, bzw. erstmal ein längliches Werkzeug, was für Werkzeuge, Rechteck, aufzeichnet, das Ganze in Weiß färbt und dann wie als kleinen Lichteffekt auf die Scheibe legt. Dafür nehmen wir rechts einfach das Rechteck und ziehen das in, beziehungsweise hier rechts sieht man es ja, unter die Kurve und können das dann jetzt hier auch mit Steuerung C, Steuerung V nochmal kopieren und ein bisschen nach rechts verschieben. Damit haben wir schon mal einen ganz coolen Effekt auf die Scheibe gemacht. Das können wir auch noch ein bisschen verstärken, indem wir das Ganze nochmal kopieren und um ein bisschen Variation reinzubringen, das Ganze ein bisschen dünner machen und daneben legen, sodass es hier nochmal ein bisschen anders aussieht und nicht nur so, als wäre das hier kopiert worden. Damit spiegelt sich die Scheibe hier schon mal ganz gut, da bin ich auch relativ zufrieden jetzt mit. Ansonsten könnte man jetzt noch einen kleinen Schatteneffekt in die Scheibe mit reinbringen. Dafür nehme ich meistens den Zeichenstift hier, das ist mit P einfach die Abkürzung, und mal dann je nach Gefühl hier an die äußeren Kanten eine kleine Linie. Ich ziehe es jetzt mal hier nach unten durch. Das muss gar nicht so exakt gerade sein. Hier, sage ich mal, läuft die raus. Dann gehe ich wieder hier zurück, um die Kurve abzuschließen und färbe sie erstmal in der Farbe ein, in der die Scheibe ist. Ziehe es auch hier unter die Kurve, dass die gefärbte Füllung, die wir jetzt quasi hier in der Kurve haben, auch wirklich nur in der Kurve zu sehen ist, und färben das jetzt noch ein bisschen dunkler, damit es so aussieht, als würde es noch ein bisschen mehr in die 3D-Richtung gehen. Genau, das kann man dann, was ich ganz gern mache, ist, dass ich quasi erst die gleiche Farbe nehme wie vom Fenster, dann hier rechts oben auf die Spektrumfelder gehe und dann auf die Helligkeit und dann hier ein bisschen je nachdem spiele, weil es dann wirklich auch im Prinzip die gleiche Färbung ist, nur eben in einer anderen Helligkeit. Und hier gehen wir einfach mal ein bisschen nach unten und schauen so von weiter weg, wie das ganz gut aussehen könnte. Das gleiche kann man
Beziehungsweise könnten wir, wenn wir möchten, auch für den oberen Teil auf der anderen Seite machen, indem wir hier noch was lang fahren und das Ganze mit einer hellen Farbe nehmen, indem wir quasi trotzdem hier wieder unser Hellblau auswählen, das unter die Kurve ziehen und jetzt einfach ein bisschen in die andere Richtung gehen, ins Helle. Dann können wir weiter weg und sehen, dass es doch schon mal ganz gut aussieht und viel besser als am Anfang. Als nächstes kümmern wir uns hier oben um das Dach, welches ich jetzt hier ja in weiß gefärbt habe. Ich würde es vermutlich, gehen wir nochmal hier zum Rad zurück, eher in einem etwas helleren Grauton in die Richtung weiß machen, damit man gleich, wenn wir das Highlight setzen, also oben diese, nicht Kontur, aber diese kleine Füllung mit diesem Weiß, wie wir es eben beim Fenster schon gemacht haben, dass wir das ein bisschen besser sehen können, in weiß machen können, dass sich das noch ein bisschen mehr abhebt. Dafür ziehen wir das wieder unter die Kurve, damit wir es sehen. Und genau das gleiche machen wir jetzt auch noch einmal unten. Ich weiß, die Leute, die jetzt richtig gut illustrieren können oder mit Grafiken arbeiten können, werden sich wahrscheinlich jetzt die Hände vor den Kopf schlagen und denken, dass ich die Schatten komplett falsch setze, was wahrscheinlich auch gut sein kann. Aber ich denke mal, für den Anfang reicht es, wenn man jetzt hier einfach so ein bisschen den 3D-Effekt mit reinbringt, indem man oben ein bisschen heller macht und unten ein bisschen dunkler, um das Design zu verändern. Und gerade für Leute, die jetzt nicht täglich irgendwie selber designen oder sich mit solchen Tools so gut auskennen, finde ich, das ist eine ganz einfache Technik, um dem ganzen Design ein bisschen mehr Leben reinzubekommen. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal mit der Außenkante hier. Dafür mal überlegen, nehmen wir wieder die Unterseite und färben diese wieder in einem etwas dunkleren Ton, als sie generell schon ist. Da können wir auch direkt hier rüber die Kurve schließen, nehmen uns die gleiche Farbe, die wir hier haben und gehen mit der Helligkeit ein bisschen nach unten, ziehen es wieder unter die Kurve und haben hier schon mal unseren kleinen Effekt. Dadurch, dass wir jetzt ja auch diesen Highlight setzen wollen, würde ich von der Kurve auch wieder einen leichten Grauton nehmen. Den übernehmen wir jetzt einfach vom Dach hier oben und fügen jetzt auch noch einen kleinen Highlight-Effekt hier oben hinzu, indem wir hier oben noch was Kleines nachzeichnen und das Ganze dann auf der anderen Seite wieder abschließen. Dabei ist, wie gesagt, auch egal, ob ihr hier über irgendwelche anderen Kurven malt, weil das einfach nur hinter dieser Kurve, hinter der wir auch diesen Highlight-Effekt setzen wollen, draufgesetzt wird und es demnach keinen Einfluss auf die anderen Kurven hat. Feuern wir haben es wieder weiß und ziehen das hinter die Kurve. Und wenn wir jetzt rausgehen, sehen wir doch schon mal, dass es schon mal gar nicht so schlecht aussieht und schon ein bisschen besser, finde ich zumindest, als vorher. Jetzt machen wir das Gleiche auch noch bei, ich weiß nicht, was das hier darstellen soll, aber ist ja auch Teil des Schiffs. Bei diesem Vektor hier, bei diesem Teil, indem wir hier uns auch wieder sagen, okay, die obere Seite, die färben wir ein wenig heller ein als die untere Seite und beziehungsweise die untere Seite machen wir dann noch ein bisschen dunkler. Dafür wählen wir uns wieder hier mit I als Shortcut die Farbe aus, können wir aber auch hier oben mit dem Auswahlwerkzeug oder hier links eben mit der Farbpipette, nehmen wir die gleiche Farbe, wie das sowieso schon ist, gehen aufs Spektrumfeld und ziehen den Regler ein bisschen nach unten, dass es dunkler wird und ziehen es, wie gesagt, ah ne, jetzt habe ich mich gerade vertan, hier, weil es ja oben ist, wollen wir es ein wenig heller haben, darum ziehen wir es ein bisschen nach rechts. Ich würde jetzt auch nicht zu stark nach rechts gehen, weil wir sehen, dass hier schon relativ dunkleres Grau ist, ja, dunkleres Grau. Dass wir jetzt nicht direkt auf weiß gehen, weil der Kontrast vielleicht ein bisschen zu stark wäre, aber das könnt ihr einfach je nachdem, es entwickelt sich auch mit der Zeit, dass ihr dafür ein Gespür bekommt, dass ihr vielleicht ein bisschen helleres Grau einfach nehmt, dass man so einen kleinen Unterschied sieht, der jetzt nicht so extrem ins Auge sticht. So, dann machen wir jetzt hier auch nochmal das Ganze für den unteren Teil. Das muss wie gesagt wirklich jetzt nicht so perfekt sein, weil wir wirklich einfach nur den Vektor, den wir hier von der Plattform heruntergeladen haben, ein wenig verändern wollen, dass er sich eben nicht mehr gleicht, sondern einfach mehr von dem Messer hervorsticht und nicht mehr so aussieht, beziehungsweise nicht mehr genauso aussieht wie vorher. So, jetzt haben wir das auch schon mal und ich finde, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Als nächstes kümmern wir uns, denke ich, dann jetzt mal um den Rumpf hier. Dafür überlege ich gerade, ob wir hier die
Nee, ich würde sagen, wir bleiben bei der Schattensetzung und Highlightsetzung, wie wir es bisher hatten, dass wir hier oben erstmal eine Linie ziehen mit einem Highlight-Effekt. Dafür würde ich aber auch erstmal jetzt diese ganze Kurve, die wir hier haben, wieder in dem Grau einfärben, was ich schon oben verwendet habe, dass man einfach den Unterschied nochmal sieht von der Kurve. Dann ziehen wir den Teil wieder hier rein. Sehr gut. Und das gleiche machen wir jetzt noch hier für unten. Dafür ziehen wir ungefähr die Form der Wellen nach, um es ein bisschen passend hinzubekommen. Gehen hier noch mit hoch und gehe außen um die Welle rum. Wähle die Farbe aus und gehe mit dem Regler wieder ein wenig nach unten. Sehr gut. Theoretisch könnte man das vielleicht auch in Blau einfärben, dass es aussieht wie eine Welle. Aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu experimentativ. Experimentativ ist das überhaupt ein Wort? Naja, perfekt. Damit hätten wir das schon mal. Jetzt könnten wir überlegen, weil wir eben ja schon gesehen haben, dass es da so einen leichten Streifen, beziehungsweise hier so ein kleines Muster gibt. Hier sehen wir das auch nochmal, ob wir das nicht auch noch irgendwie versuchen mit reinzumalen. Dafür wähle ich auch wieder das Zeichenwerkzeug und jetzt versuche ich mich einfach ein wenig an der Form des generellen Körpers hier zu orientieren. Und zwar sehen wir, dass der hier von hier oben so nach relativ weit unten geht und genau die gleiche Form würde ich jetzt versuchen auch hier vorne zu nehmen, dass wir hier nicht auf einmal so eine Kurve haben, sondern genau wie eben, beziehungsweise wie die Form hier vorne ist, leicht so schräg hier, dass es einfach aussieht, als würde es natürlich hier drin sitzen. Dann geht, sage ich mal, hier nach hinten. Das kann ruhig ein bisschen so nach oben gehen. Dafür gucken wir mal. Jupp, versuchen wir es einfach mal und gehen dann von hier jetzt wieder zum Punkt oben. Machen wir auch so eine leichte Kurve mit rein. Vielleicht ist jetzt auch viel zu groß geworden, können wir mal gucken. Dafür schauen wir uns mal die Farben an. Würde ich sagen, gehen wir auf ein etwas dunkleres Blau hier. Aber mir ist das Ganze ein wenig zu dick, darum würde ich mal versuchen, das einfach ein bisschen schmaler zu machen. Okay, schieben wir es nochmal ein bisschen nach oben und dann sehen wir auch schon, versetzen wir die Kurve nochmal ein wenig, dass es vielleicht ein bisschen besser passt. Und ich finde den Kontrast ein wenig zu stark, also dieses Blau ist mir ein bisschen zu dominant. Darum würde ich sagen, suchen wir uns hier mal etwas aus, was ein wenig milder ist. Könnte hier auch ins Lila da reingehen oder wir gucken nochmal, ob es mit dem Rot besser aussieht. Ne, okay. Da fand ich das Blau schon ein bisschen besser. Ja, würde ich sagen, könnten wir so mit leben. Damit haben wir jetzt einfach nochmal ein bisschen das Design auf unsere Art verändert. Könnt ihr auch irgendwas anderes reinmalen, ob es jetzt eben das hier ist. Wir können ja zum Spaß einfach auch nochmal das ausblenden und nochmal das andere ausprobieren, indem wir hier wirklich ein längeren Strich hier durchführen, der auch ein wenig gekrümmt ist. Der geht dann hier komplett durch. Zack. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den einfärben und wenn wir das auch hier mit reinsetzen. Ja, das sieht, finde ich, sogar noch besser aus. Das können wir noch ein bisschen verändern, indem wir das nach oben schieben, dass es mehr zu der ursprünglichen Form hier passt. Und hier hinten würde ich das nochmal wegnehmen, beziehungsweise nur bis hierhin laufen lassen, weil es nicht in unsere Welle mit reingehen soll. So, fügen wir hier noch was hinzu, um das hier abzuschließen. Okay, jetzt sehen wir, hat sich das ein wenig verschoben, da helfen wir einfach ein bisschen nach. Zack, und schon haben wir hier unseren Strich und ich finde, das sieht ja auch besser aus als das, was wir vorher hatten. Ist zwei Möglichkeiten, damit hätte man jetzt auch schon wieder zwei verschiedene Arten von Vektoren kreiert. Aber ich entscheide mich jetzt mal für das andere können wir löschen. Und so sieht bisher unser Vektor aus. Jetzt im letzten Schritt kümmern wir uns nochmal hier um die Holzfarben, mit denen bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Darum würde ich sagen, färben wir die nochmal ein bisschen neu ein. Ich hätte hier gerne etwas wärmeren und ja, dunkleren Ton. Zack. Und hier. Ich frage mich gerade, ob der innere Teil eher heller ist oder eher dunkler. Denn so könnte man es ja auch machen, dass wir quasi den äußeren ein bisschen heller hier haben. Jetzt ist es mir ein bisschen zu orange. Ja. Und den inneren dunkler.
Farbe bin ich noch nicht ganz zufrieden. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das Innere, kopieren die Farbe und machen es einfach ein bisschen dunkler. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und auch hier, wie eben schon, fügen wir einfach noch ein paar Highlight- und Schatteneffekte hinzu. Diesmal, wenn es so schräg ist, würde ich sagen, gehen wir einfach nur bis hier oben und kopieren die Farbe, gehen wieder auf das Spektrumfeld und nehmen eine etwas hellere Farbe links wieder unter die Kurve und schauen mal, wie es aussieht. Jawohl, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Und genau das gleiche machen wir hier noch auch an der oberen Kurve. Wie gesagt, das ist einfach so eine kleine Sache, die könnt ihr gerne auch zu Hause bei euch ausprobieren, womit man einfach nach und nach immer besser wird und immer mehr ein Gespür dafür bekommt, was jetzt passt bzw. was nicht passen könnte. Ich denke mal, rein logisch ergibt das, wie ich gerade meine Schatten setze, überhaupt keinen Sinn. Aber darum geht es, denke ich, auch nicht, sondern der Kunde wird sich auch nicht denken, okay, stimmt es jetzt, dass hier eine Schattensetzung ist, sondern es geht darum, ob es am Ende schlüssig aussieht. Und das, denke ich, können wir auch mit unserem normalen Auge ganz gut erkennen. Okay, hier muss rechts muss ich vielleicht nochmal ein bisschen was ändern, indem wir den vielleicht lang nach oben ziehen. Beziehungsweise auch das hier noch ein wenig nach unten verlängern. Na, nee, das sieht zum Beispiel jetzt, finde ich, noch nicht so gut aus. Und ich denke, das liegt daran, dass dieser Highlight-Effekt einfach noch ein bisschen länger gezogen werden sollte. Dafür ziehe ich den auch mal nach ganz unten und schau gleich mal, wie der jetzt aussieht. Yep, das sieht auf jeden Fall, finde ich, schon mal besser aus. Sieht, gibt jetzt noch mehr diesen 3D-Effekt. Und ich muss sagen, ich bin jetzt im Groben und Ganzen ziemlich zufrieden. Was man jetzt auch noch machen könnte, um noch mehr Kleinigkeiten, sag ich mal, mit reinzubekommen, indem wir unsere blaue Linie wählen und auch hier nochmal uns oben einen kleinen helleren Ton nehmen und für unten dann auch nochmal einen dunkleren. Das mache ich jetzt nochmal ganz schnell. Einmal die Oberkurve, wählen wir das Blau aus, gehen ein bisschen heller, legen das Ganze in die andere Kurve rein und das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für unten. Aufpassen, dass es nicht zu dick wird und dass der Kontrast dann nicht, ups, jetzt habe ich die Kurve aus Versehen beendet, nicht zu stark wird. Nehmen wir uns wieder die Farbe hier und gehen ein wenig runter. Zack, und jetzt können wir nochmal rauszoomen, um sehen, okay, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das war es dann jetzt auch im Prinzip schon und ich bin, da würde ich mal sagen, relativ zufrieden mit dem Vektor. Also man sieht auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied. Ich habe euch jetzt hier auch nochmal ein Vorher-Nachher-Bild eingeblendet, um so den direkten Vergleich zu sehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied, den wir hier erzeugen konnten. Vor allem dadurch, dass man jetzt hier nicht wirklich viel dafür können müsste. Also ihr könnt es auch easy zu Hause nachmachen, auch wenn ihr jetzt nicht so gut im selber Design seid oder sagt, ihr könnt nicht zeichnen. Ich selber kann, wie gesagt, auch nicht wirklich zeichnen, sondern habe es mir beigebracht, einfach mit Übung und Ausprobieren und dann je nachdem einfach mal nachmachen. Indem wir unten jeweils eine Schattenkontur gesetzt haben und oben eine Highlight-Kontur, finde ich, gibt das Ganze dem auch schon ein bisschen mehr Leben und ich bin gespannt, wie wir daraus dann jetzt am Ende noch ein Design machen können. Wenn euch generell solche Videos mit dem Affinity Designer und wie ich meine Designs erstelle gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr irgendwie einen Kommentar schreibt, ob es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt oder sonst noch was. Und ansonsten wünsche ich euch dann noch einen fantastischen Tag und yes, ciao, ciao!